Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy von Edeka und wir machen passend zur Jahreszeit Kürbisauflauf mit Hackfleisch. Dafür bereiten wir zunächst den Kürbis und die Kartoffeln für den Ofen vor und kümmern uns anschließend um die saftige Hackmasse. Diese wird mit würzigen Ricotta und dem Ofengemüse vermengt, bevor Käse drüber kommt und der Auflauf gebacken wird. Zum Schluss kommen noch knackige Kürbiskerne oben drauf. Also, los geht's! Als erstes nehmen wir zwei Zwiebeln. Die werden geschält und fein gewürfelt. Einen Kamm reinschneiden und dann eine Etage rein. Und dann Würfel runterschneiden. Dann brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis, ungefähr 700 Gramm schwer. Dieser wird halbiert und die Kerne, die werden rausgekratzt und geröstet. Ich liebe Ofenkürbis, so simpel, so lecker. Was sind eigentlich eure Lieblingskürbisrezepte? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Die Kerne werden von dem überschüssigen Fruchtfleisch abgepult und die werden dann gründlich gewaschen. Gut abtropfen und dann kommen die aufs Blech mit Backpapier ausgelegt. Jetzt kommt da Olivenöl drauf. Ungefähr einen Esslöffel. So, die Kerne gut mit Olivenöl mischen und gleichmäßig auf dem Backblech verteilen. So, jetzt kommen die in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze und werden dort 10 Minuten lang geröstet. Das Beste am Hokkaido-Kürbis ist, dass man die Schale mit essen kann. Das bedeutet, wir schneiden das Ganze einfach in Stücke und geben das in die Auflaufform. Ich mache ungefähr walnussgroße Stücke. So verteilt sich das Ganze besser in der Form und vermischt sich auch besser. Dann brauchen wir 500 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln. Ihr könnt auch festkochende Kartoffeln nehmen. Ich nehme diese Art von Kartoffeln, damit meine Kartoffeln nach dem Backen noch die Form behalten. Mehlig kochende Kartoffeln würden auseinanderfallen. Kartoffeln schälen, waschen und in halb so große Stücke wie den Kürbis schneiden. Solltet ihr Drillinge bekommen oder junge Kartoffeln, dann lasst die Schale einfach dran. Jetzt einmal waschen. Dann werden die geschnitten. Halb so große Stücke wie der Kürbis, weil Kartoffeln ja länger brauchen. Die Kartoffelstücke kommen auch in die Auflaufform. Dazu geben wir 2 Esslöffel Olivenöl und 3 Esslöffel Rapsöl. Wir nehmen 2 verschiedene Ölsorten, weil die sich geschmacklich sehr gut ergänzen und perfekt zu unserem Auflauf passen. Dann brauchen wir natürlich Salz. Und ihr könnt das Ganze entweder in einer großen Schüssel oder großen Auflaufform mischen. Ich habe hier eine Auflaufform, die ist 35 x 23 cm groß. Auflauf ist, glaube ich, die älteste und die beste Variante von Resteverwertung. Ein richtiges Komfortfood an kalten Tagen. Was ist euer Lieblingsauflauf? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und da unser Ofen noch heiß ist, stellen wir den einfach auf Umluft und geben diese Auflaufform bei 200 Grad für 20 Minuten rein. Wir machen weiter mit dem Bergkäse. Davon brauchen wir 200 Gramm. Den reiben wir. Den brauchen wir später zum Überbacken. Der verleiht dem Auflauf eine schöne, herzhafte Note. Bis dahin kommt der in die Schüssel. Als nächstes brauchen wir 200 Gramm Schinken. Erst einen Streifen schneiden und dann würfeln. Wenn ihr so wie ich einen gut durchwachsenen oder gar fettigen Schinken habt, dann braucht ihr kein zusätzliches Öl zum Auslassen. Aber solltet ihr mageren haben, nehmt ein bisschen Öl, so einen halben Teelöffel sollte reichen. Dann kommt es direkt in die Pfanne. Und so viel Fett kommt da raus. Dann kommen unsere Zwiebelwürfel rein und werden 2 Minuten mitgespitzt. So, jetzt machen wir ein bisschen Platz in der Mitte. Dann brauchen wir 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Das Ganze 4 Minuten lang krümelig braten. Als nächstes kommen 2 Esslöffel Tomatenmark rein. Gut vermengen und kurz anschwitzen. Dann brauchen wir Salz. Nicht zu viel davon, denn der Schinken ist schön salzig. Pfeffer. 1 Esslöffel geräuchertes Paprikapulver. Und eine Prise geriebene Muskatnuss. Wieder alles gut mischen. Und dann nehmen wir das kurz raus und parken das ganz kurz. Hier drin machen wir gleich eine klassische Mehlschwitze und die Faustregel ist 50 Gramm Butter und 50 Gramm Mehl auf 1 Liter Flüssigkeit. Da ich aber eine dickere Soße haben möchte, nehme ich ein bisschen weniger Flüssigkeit. 2 Esslöffel davon in die benutzte Pfanne, damit wir den ganzen Geschmack mitnehmen. Die Butter lassen wir kurz schmelzen. Dann brauchen wir 50 Gramm Mehl. Das Mehl glatt rühren, damit wir später in der Soße keine Klümpchen haben. Und schon ist unsere Roux quasi fertig. Wir machen eine helle Roux, Mehlspitze. Wenn ihr die Soße ein bisschen dunkler haben wollt, dann röstet das Mehl ein bisschen länger. Darauf kommen 500 ml Milch und da rühren das Ganze rein. Dann brauchen wir 250 Gramm Ricotta. Wusstet ihr eigentlich, dass man für 1 Kilogramm Ricotta ungefähr 10 Liter Milch braucht? Das Beste ist aber, dass Ricotta aus der Molke hergestellt wird, die als Abfallprodukt entsteht bei der Herstellung von Mozzarella und Büffelmozzarella. Das heißt, es ist die tollste und vor allem schmackhafteste Variante von Resteverwertung.
Guck mal, was für eine schöne Konsistenz hier steht. Eine richtig schöne Soße. Das Ganze natürlich würzen mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Kartoffel und Kürbis kommen kurz aus dem Ofen und werden vervollständigt zu einem Auflauf. Der Ofen bleibt aber an. Also Soße drüber. Boah, guck dir das an. Die Hackmasse gut verteilen. Je mehr Mühe ihr euch jetzt gebt, umso schöner sieht der Auflauf nach dem Backen aus. So, dann kommen 6 Zweige frisch geschnittenen Rosmarin drüber. Und zu guter Letzt der Bergkäse. Der kommt jetzt für 15 Minuten auf der mittleren Schiene in den Ofen und wird dort weitergebacken. Das ganze Rezept ist aber wie immer in der Infokarte verlinkt und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Hört ihr das? Das sind unsere knusprigen Kürbiskerne. Die kommen jetzt auf unseren fantastisch aussehenden Auflauf. Und jetzt wird probiert. Das ist ein richtig toller Kürbisauflauf mit Hackfleisch. Ihr Lieben, der Kürbis ist schön gebacken, knusprige Kürbiskerne, würziges Hackfleisch. Oh, hervorragend. Hier sind 2 weitere Videos, unbedingt anschauen. Und nicht vergessen, uns ein Like da zu lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Izzy.